Hallo meine lieben Backfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Hier ist euer freundlicher Bäcker aus der Nachbarschaft und ich habe euch was Wichtiges mitzuteilen. Und zwar haben wir endlich die 50 Abonnenten erreicht. Das ist auch richtig gut. Einen Applaus bitte. Und jetzt zeige ich euch was richtig, richtig geil ist. Und zwar ein Original Backen-Sachen-Burger und zwar den VMB. Den Veggie Mushroom Burger. Und was ihr dafür alles braucht, das zeige ich euch jetzt. Für unsere VMB Burger brauchen wir natürlich richtig geile, gut aussehende Burgerbrötchen. Und die machen wir auf diesem Kanal natürlich selbst. Ich zeige euch erstmal, wie ihr sie macht. Und zwar benötigt ihr dafür einfach nur 500 Gramm Mehl, Type 550, ein Ei, 21 Gramm frische Hefe, 10 Gramm Salz, 8 Gramm Zucker, 300 Milliliter lauwarme Milch und 40 Gramm Butter. Das waren unsere Burgerbrötchen, leicht erklärt und kurz gesagt. Hier ist unsere Boulette und zwar ist es eine vegetarische Boulette, also oder auch eine vegane. Und zwar besteht die einfach nur aus Kichererbsen, aus zwei Knoblauchzehen, eine Zwiebel und natürlich 8 Esslöffel Mehl, wobei ihr auch erstmal 6 Esslöffel Mehl hinzugeben könnt. Aber das zeige ich euch auch gleich bei der Aufarbeitung. Und natürlich müsst ihr eure Falafel, eure vegetarischen Bouletten auch nochmal würzen. Ich habe hier einmal italienische Kräuter, Salz und Pfeffer, je nach Geschmack natürlich. Deshalb gebe ich euch keine Grammzahl hinein. Könnt ihr abschmecken, wenn es euch gefällt, haut rein die Dinger. Natürlich wird der Burger auch noch belegt von uns. Und zwar der VMB besteht einfach aus gebratenen Pilzen und Datteln, die wir nachher mit einer Kochcreme quasi ablöschen. Und nochmal so als Rohbelag, einmal Feta-Käse und Gürkchen. Ist super lecker, Leute. So, natürlich fangen wir mit unserem Burgerbrötchen an. Hier sind alle unsere Trockenzutaten drin mit dem Ei und der Hefe. Und jetzt gibt ihr hier noch die 300 ml Milch hinzu. So, die Milch haben wir hinzugegeben. Ihr könnt natürlich auch die Hefe in der Milch aufschlagen und nochmal für 10 Minuten stehen lassen. Aber wie gesagt, ich habe eine großartige Maschine. Brauche ich nicht. So, das Ganze lasst ihr jetzt auch für 15 Minuten kneten. Einmal 3 Minuten auf langsamer Stufe und 7 Minuten auf mittlerer Stufe. Und falls ihr euch fragt, wofür das Ei hier ist, das braucht ihr später, und zwar um die Burger Buns zu bestreichen. Aber das könnt ihr so erstmal beiseite legen. So, 10 Minuten sind nun endlich um. Hier haben wir unseren fertigen Teig, wenn euer Teig so richtig schön sämig und glatt aussieht, dann habt ihr das richtig gemacht. Wenn ihr aber nach 8 Minuten kneten merkt, oh, ich habe immer noch eine Suppe, gebt noch ein bisschen Mehl hinzu, das ist gar kein Problem. So, jetzt macht ihr euer Teigstück eben rund, Hashtag Rundwirkvideo und so. Ich hoffe, ihr habt das Rundwirken schon gelernt und beherrscht und könnt das auch schon mit beiden Händen, vielleicht auch blind oder mit der Stirn. Könnt ihr mir aber in den Kommentaren schreiben. So, unser Teigstück ist rund. Jetzt legt ihr das Ganze nochmal abgedeckt in eine Schüssel an einem warmen Ort für ca. 45 Minuten oder 60 Minuten, bis das Volumen eures Teigstücks sich verdoppelt hat. So, eine Stunde ist endlich um. So sieht unser Teig endlich aus. Wie gesagt, wenn sich das Volumen einfach verdoppelt hat, könnt ihr es auch einfach rausnehmen. Dann muss es nicht unbedingt 60 Minuten warten. So, jetzt wiegen wir unsere Burgerbrötchen ab. Ich mache jetzt bei unserem Rezept mache ich jetzt 100 Gramm pro Brötchen. Und dann zeige ich euch, wie ihr sie schön aufarbeitet. So, wir haben jetzt endlich nun unsere 7 Teigstücke abgewogen. Wie gesagt, falls ihr ein bisschen mehr Mehl dazu gebt, falls euer Teig wässrig ist, habt ihr auch ein paar mehr Burgerbrötchen. Aber das ist gar nicht so schlimm, denn ihr könnt sie problemlos einfrieren, denn sie halten ungefähr einen Monat, 1 bis 2 Monate. Und jetzt zeige ich euch das Aufarbeiten. Nehmt euer Teigstück, macht es wieder rund, wie gehabt, formt hier wieder so eine kleine Hand oder so eine kleine Kralle. Hier habt ihr eine Mulde in eurer Hand und dann schön mit dem Uhrzeigersinn Burgerbrötchen rund einarbeiten. So sieht das aus. Packt ihr das vernünftig aufs Blech. Und das macht ihr jetzt, bis ihr fertig seid. Burgerbrötchen auch nochmal ein bisschen platt drücken. Sonst habt ihr nachher hohe Klopper. Könnt ihr aber auch so lassen. Manche stehen drauf, ich jetzt nicht ganz.
So, die Burgerbrötchen sind leicht angeplättet und jetzt deckt ihr das Ganze nochmal ab und lasst es für circa 45 Minuten wieder stehen. So kann die Hefe wieder arbeiten und unser Kleber ruht noch ein bisschen. Und in den letzten 10 Minuten heizt ihr euren Ofen vor und zwar bei 230 Grad. So, da unsere Burgerbrötchen endlich ruhen, könnt ihr jetzt eure Falafel vorbereiten. Und zwar habt ihr hier eure Kichererbsen, euren geschnittenen Knoblauch, eure Zwiebeln. Das tut ihr jetzt alles in eine Schüssel und püriert das Ganze jetzt erstmal. So sieht das Ganze nun aus. Jetzt geben wir unsere Gewürze hinzu. Ihr könnt auch frischen Koriander nehmen, übrigens das klein hacken und dann reinhauen, ja, den Schinken. Und jetzt wird es nochmal durchpüriert. Auf geht's! Und unsere Gewürze sind jetzt auch nur mit fein püriert. Und jetzt gebt ihr eure 6 Esslöffel Mehl hinzu. Wie gesagt, macht erstmal 6, knetet das durch und dann könnt ihr nochmal 2 mehr machen. Und nachdem ihr das jetzt schon durchgeknetet habt, lasst ihr das mit dem Burgerbrötchen noch ein bisschen ziehen. So sieht unser Falafelteig nun eben aus. Ihr könnt auch statt Weizenmehl auch Linsenmehl nehmen. Das hat irgendwie noch ein bisschen mehr Eiweiß, hat auch gar kein Gluten. Das heißt, sie sind auch noch dann glutenfrei. Aber falls ihr nur Weizenmehl habt, könnt ihr das auch nutzen. So, das sind jetzt 4 gleich große Buletten geteilt. Mit der Hand, mit der Waage, Pi mal Auge, wie ihr möchtet. So, unsere 4 Falafelbuletten sind nun endlich fertig geformt. Pfanne schön vorheizen, schön viel Öl rein, das Ganze wird nämlich frittieren, aber das zeige ich euch jetzt im nächsten Schnitt. So, nach 45 Minuten sehen die Burgerbrötchen bei mir so aus, die haben nochmal richtig schön Volumen bekommen. Falls ihr 2 Bleche habt, teilt das ruhig auf 2 auf, damit das nicht so aussieht wie bei mir. So, jetzt wird das Ganze auch noch mit Ei bestrichen, weil jetzt kommt nämlich auch unser legendäres Ei. Das macht ihr jetzt hier richtig schön gleichmäßig. Ein ganzes Ei einmal verquillen. Ihr könnt danach auch noch Sesam drauf machen. Ihr könnt auch noch ein paar Kräuter drauf machen. Mohn, wie ihr möchtet. Ich habe jetzt mich für Sesam und nackige Burger entschieden. Und das Ganze kommt dann auch gleich bei 230 Grad Ober-Unterhitze für circa 10 bis 12 Minuten in den Ofen. Unser Öl ist nun endlich heiß und jetzt geben wir unsere Falafel in die heiße Pfanne. Achtet bitte darauf, 2 bis 3 Minuten pro Seite nur zu braten oder zu frittieren. Richtig schön goldbraun. Das seht ihr gleich in der nächsten Szene. So Leute, unsere Burger-Buns sind nun endlich fertig gebacken. Ich habe das Ganze jetzt auch noch auf dem Gitter abkühlen lassen. Ihr seht, richtig schön fluffige Brioche-Brötchen. Ihr könnt richtig raufdrücken und die kommen auch wieder nach oben. Wenn eure Brötchen so sind, dann habt ihr alles richtig gemacht, Leute. Zieht euch das mal rein. Richtig schön squishy. Das ist gut. Das wollen wir. Hier, das gibt es nur auf diesem Kanal. Backensachen, Leute. Denkt euch das. Zuerst einmal die Pfanne vorheizen, Öl rein, warten bis das Öl heiß ist. Dann kippt ihr die Pilze rein und bratet die Pilze erstmal richtig schön scharf an. Nachdem die Pilze eine richtig schön goldbraune Farbe haben, gebt ihr die Datteln hinzu und bratet das Ganze ungefähr auch nochmal für 1 bis 2 Minuten nach. Anschließend löscht ihr das Ganze mit der Kochcreme ab und lasst das Ganze nun für 2 bis 5 Minuten einmal köcheln, bis es eine schöne Masse ergibt. So, meine lieben Backfreunde, wir haben jetzt alles fertig. Unsere Burgerbrötchen sind fertig, unser Topping ist fertig und unsere Falafel sind fertig. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr den B&B am besten belegt. Ich habe jetzt hier noch Paprikapaste, also Aviar. Das kommt auf unsere Unterseite der Burger schon bestrichen. Jetzt kommen die Falafel, dann unser Feta-Käse, und dann am besten noch, wenn es heiß ist, unser Topping hier. Wieder Gürkchen drauf.
jetzt Deckel rauf. So, meine lieben Backfreunde, das sind die originalen Backensachenburger, die VMBs. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen und ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß daran, die nachzumachen. Schreibt doch mal in den Kommentaren, ob ihr das jetzt nun endlich gemacht habt und lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag, euer freundlicher Bäcker aus der Nachbarschaft. Tschüss!